Wir gucken uns mal das hier an, meine Freunde. Dann wisst ihr auch, woher der neue Alert kommt. Pudding. Das ist, Herzblut in ey, deine ich musste mich Videos. so Aber erreichst du weglachen, auch die Alter. Zuschauerzahlen, die du verdienst? Ich So. bin Straße, ich bin Hauptschule, ich bin Frankfurter und ich bin reich. Ich hab Geld ohne Ende und meine Eier Geht auch nur sind am 5 Minuten. Platzen. Oh Mann. RIP, was ist mit der Menschheit los? Folge 49. Vielleicht können wir uns da auch mal noch andere Folgen reinziehen. Das ist. Das ist so geil, Alter. Die Boah, Mucke was für ein dazu. visuell ansprechendes Tanzvideo uns hier wieder geboten wird. Und falls sich nachher da einer drüber echauffieren sollte, sind natürlich wie immer alle anderen schuld. Hier kommt zwei echte Frankfurter. Wasserle, Wasserle, Wasserle. Frankfurter Berg bis nach Bornheim, bla. Für alle krassen Deutschrapper, die ständig davon labern, dass sie jemanden aufs Maul hauen und Leute abstechen. Genau so sehen die Leute aus, die euch hören und sich dabei richtig cool fühlen. Was, when someone laughs at my man's joke a little too hard? Das ist jetzt wieder, wenn man kein Englisch kann, ne? Wenn man laut lacht, mein Mann? Was? Was? Das ist der Mann von der Frau? Oh mein Gott. Oh mein Ja, was man Gott. nicht alles für Pässe so machte, wa? Übrigens noch ein kleiner Da guck. Spaßfakt nebenbei, die Lache war übrigens echt. Das könnte auch ich sein. Ihr fragt euch sicherlich, was dieses Video soll. Ich persönlich frage mich nur, wer zum Teufel hat einen Staubsauger neben seinem Bett stehen? Na gut. Hab auch einen Staubsauger hier, aber naja, aber nicht so einen großen. You know I'm sexy. Don't call, just text. Bitches slow can't get on my speed. They stand 'cause they know. Also ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl dabei, wenn ich bei dem Kollegen Kinder im Video sehe. Das ist unsere Mutti hier. Unser toller Alert. Das geht dann noch weiter danach, ne? Ich habe ja nur 10 Sekunden rausgeschnitten. Das ist das volle Video. Ich kann dieses Gefühl zwar nicht erklären, aber ich habe so eine Vermutung, dass die Dame Schokopudding ganz gerne mag. Ich für meinen Teil hasse ihn ab jetzt. Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. Also ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dass ich dich nach diesem 6 Sekunden-Video in- und auswendig kenne. Ich schätze mal, du bist mit 14 das erste Mal schwanger geworden, sitzt gerade am Wohnzimmer-Fliesentisch, Ja, drehst dir eine Zigarette, das kommt hin. scrollst währenddessen durch TikTok und dein Chihuahua sitzt neben dir und kläfft rum. Und natürlich ist der Kindesvater namens Öztürk nicht mehr auffindbar. Oh, jetzt wird's ein bisschen. Bitte denkt immer daran, wenn ihr euch über so etwas belustigt oder es sogar kritisiert, seid ihr die schlechten Menschen. Es kann leider nicht oft genug gesagt werden. Ever sit on couch after a meal and you're resting and smell ass? Okay, ist mir Englisch, keine Ahnung. Maybe I didn't wipe good enough. Aber Gabba, lass doch die Leute tun und lassen, was sie wollen. Sie tun doch niemandem weh. Schon mal jemals darüber nachgedacht, dass genau so etwas meinem Gehirn furchtbar wehtun könnte? Goku was delicious. Ja, ich hab's doch verstanden. Ihr wollt unbedingt ein Video zum Runterkommen. Dafür gibt's heute mal ausnahmsweise einen kleinen Klassiker. Und danach geht's dann auch wie immer weiter. Cringe! Ja,
ich glaube, du brauchst mal unbedingt einen richtigen Partner und ich habe da natürlich die passende Person für dich gefunden. Schau mal hier. When Daddy is speaking, you do not speak. Good girl. Oh, good girl. Oh, yes. Now that we have that settled, who wants to go out on a date with me? Na, Ladies, wer könnte da denn bitte Nein sagen? Moment. Hey, how you doing? You're looking real sweet. Hey, is your daddy? Me feel so safe around him. The name's Jimmy Lee the Jersey Apple, but you can call me Daddy. Ja, die guten NPC-Streams, ne? Okay, Pokey Bear. Aber gut geschnitten. Oh mein Gott, ich hasse dich. Ich verabscheue dich. Und ich kriege Ausschlag auf meinem ganzen Rücken, wenn ich das schauen muss. Und an alle Leute, die dieses Video wirklich durchgehalten haben, eigentlich habt ihr euch einen Orden verdient. Ich hab den größten knackigen Po, das sagen wirklich alle im Büro. Ich hab den größten knackigen Po. Spaß. Och nee, Freunde, das wird mir jetzt hier ein bisschen zu viel. Und demnach war es das dann einfach mal für heute. Eine weitere Ausgabe gibt es natürlich wie immer am Samstag. Die 50. Ausgabe wird dann auch ein deutsches Spezial. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hab euch lieb und tschüss. Ich esse immer mein Essen auf Blö, denn der spart wirklich Zeit in Sö. Ja, gut, war lustig, oder? Ich esse mein Essen auf Blö. Ja, mein Name ist Enrique. Und ich esse bei Esse auf Klö.